Sie sagen, wenn man sich Gutes antut, sieht man auch gut aus. Ja, weil man, das ist ja, die Haut kommuniziert, die hat eine Farbe, die verrät ja auch, wenn man krank ist, aber sie bewegt sich ja auch. Und wenn Sie Haltung einnehmen und die Haut umspannt Ihren Körper und Sie machen Mimik, dann spricht die Haut ja auch mit der Bewegung zu Ihnen. Und das strahlen Sie aus. Also wenn Sie heute einen guten Tag haben, was Sie haben, dann sieht man es Ihnen an. Ich finde, Sie sehen heute total frisch aus. Heißt das? Moment mal. Sie auch. Heißt das, jemand, der viel Sex hat, eine bessere Haut hat? Das heißt, Sie sehen schon bei jemandem, der die Straße lang geht, ob... Natürlich, natürlich sehe ich das, natürlich. Das ist ja furchtbar. Also es ist Tatsache so, es ist Tatsache so, dass Sex wirklich biologische Effekte hat. Zum einen ist es ein Training, ein körperlich-sportliches Training. Dann schwitzt man. Das Schwitzen macht den Säureschutzmantel stark und macht eine bessere Hautdurchfeuchtung. Es gibt eine bessere Haut- und Schleimhautdurchblutung, wie Sauna. Deswegen hat man mehr Immunsystem, also eine bessere Abwehr. Und außerdem hat es einen Hormoneffekt. Das heißt, Hormone wie Dopamin, wo man sich belohnt fühlt, oder Serotonin, wo man sich glücklich fühlt, oder Adrenalin, Noradrenalin, wo man sich so frisch und fokussiert fühlt. Das wird ja alles in einem Cocktail ausgestoßen. Und bei Männern kommt ein bisschen mehr Testosteron auf den Plan. Das heißt, die Haare fallen aus oben. Aber es wächst auch der Bart, man ist maskulin. Und bei den Frauen, die werden durch ihr Östrogen, sofern sie es noch produzieren können, so ein bisschen besser durchblutet, rosiger, haben dichteres, glänzenderes Haar. Und sie sehen eben, ja, weiblicher und männlicher aus. So sagt man es über die Sexualität. Das heißt, man muss eigentlich nur sagen, wollen wir heute Abend beide was für unsere Haut tun? Ja, so ist es. Anziehen. Ja.